Boston, 22. September, Busbahnhof. Der Anfang deiner Reise beginnt an einem beliebten Busbahnhof. Angeblich startet eine Buslinie von hier aus nach Innsmouth. Und Busse sind bekanntlich nicht nur umweltfreundliche Fortbewegungsmittel, sie schonen auch deinen sensiblen Geldbeutel. Die Abfahrtstafeln sind keine große Hilfe. New York, Maine, Rhode Island, von Innsmouth als Ziel keine Spur. Du wirst eine Weile umher, bis du einen Abtrünnigen in der Putzkolonne bemerkst, der im Schatten der Snackautomaten gerade ein Sandwich verzehrt. Du siehst dich um, Putzdienst ansprechen, auf eigene Faust weitersuchen. Na, wir sind kommunikativ, sprechen den Putzdienst an. Entschuldigen Sie, wo finde ich Ohne von seinem Sandwich abzulassen, zeigt die Putzkraft auf einen verlassenen Schalter in der finstersten Ecke, zu der ein öffentlicher Busbahnhof in der Lage ist. Damit nickt der Mann dir zu, als er damit alles gesagt. Der Schalter ist dekorativ mit Spinnweben verziert. Ein bisschen früh ist es ja schon für Halloween-Vorbereitungen, aber immerhin hat sich jemand Mühe gegeben. Im Moment scheint niemand da zu sein. Du presst dein Gesicht gegen die Plastikscheibe, um etwas im Raum dahinter zu erkennen. Hallo? Hallo, ist hier jemand? Ich muss nach Innsmouth. Keiner da. Aber wie aus dem Nichts liegt plötzlich ein Busticket auf dem Tresen. Ob die Fahrt umsonst ist? Ah, solltest du etwas da lassen? Eine Spende da lassen? Das Ticket einfach einstecken? Na, wir sind ein schmuddeliger Mittler, aber ein ehrlicher dafür. Wir lassen eine kleine Spende da. Du bist Verfechter des Rechts. Dass du bezahlst, versteht sich von selbst. Du legst ein paar Münzen in die Schale unter der beschlagenen Glasplatte. Bleibt nur zu hoffen, dass sich nicht vom nächsten Mitreisenden stibitzt werden. Selbst wenn hinter dem Schalter jemand sitzen würde, könntest du ihn nicht erkennen. Es ist einfach zu dunkel. Für wenige Sekunden warst du abgelenkt. Da liegt plötzlich Rückert auf dem Schaltertresen. Was ist das zwischen den Münzen? Ein kleiner goldener Angelhaken? Seltsam. Wo versteckt sich dieser Boss? Zwischen den polierten Greyhounds und Reisenden, die ihr Gepäck verstauen, sich verabschieden und müde in ihre Sitze fallen lassen, steht eine Art Müllcontainer. Ein Müllcontainer mit Fenstern? Nein, es ist tatsächlich ein Bus. Er ist vollkommen verrostet und selbst aus einiger Entfernung nimmst du den eigentümlichen Geruch wahr, den er absondert. Ist das etwas Schwefel? Kaum zu glauben, dass das Ding fahren soll. Im näheren Umkreis ist alles merklich ruhiger als an den anderen Bussteigen. Die einsteigenden Menschen zeigen keine Gemütsregung. Niemand drängelt hier. Stattdessen schlürfen die Fahrgäste im einheitlichen Tempo hintereinander. Die quietschenden Stufen am Busfahrer vorbei. Belagern möglichst einzeln die Zweiersitze, als würden sie ihre Mitreisenden gar nicht wahrnehmen wollen. Auf dem Schild steht ganz klar Innsmouth. Keine Abfahrtzeiten, keine Zwischenstopps. Einfach nur Innsmouth. So, unschlüssig stehst du auf der Einstiegstreppe. Fahrer ansprechen, Ticket vorzeigen, stumm vorbeischleichen. Na, da ein Kumpel von mir Busfahrer ist, ist das eine Sache der Höflichkeit. Wir zeigen unser Ticket vor. Du reichst dem Fahrer das Ticket. Keine Reaktion. Zumindest kannst du keine erkennen. Die Beleuchtung ist dürftig und der Schatten seiner verstaubten Fahrermütze legt sich fast über sein komplettes Gesicht. Was ist das an seinem Hals? Du stehst in der Tür und wartest auf ein Okay, ein Nicken, irgendwas. Der Schwefelgeruch ist stärker geworden. Hinter dir hat sich eine Schlange gebildet, doch weder drängt noch beschwert sich jemand. Die Leute warten still und geduldig. Nichts wie raus hier. Irgendetwas sagen, einfach weitergehen. Ja, dann wollen wir den Verkehr nicht weiter aufhalten und gehen einfach weiter. Du schiebst sie seitwärts durch den Gang. So lang sah der Bus von außen gar nicht aus. Du bist flankiert von schäbigen Zweiersitzen und einige sind bereits besetzt mit jeweils einem Reisenden. Die hintere Bank ist frei. Sieht allerdings so aus, als sei die Polsterung an einigen Stellen aufgeplatzt. Oder aufgeschlitzt. Du kannst Federn mit scharfen Drahtkanten erkennen und auf dem Boden scheint irgendeine klebrige Flüssigkeit ausgelaufen zu sein. Warum hast du dich nicht gleich in eine der freien Reihen gesetzt?
Hier hinten ist fast alles besetzt oder genau gesagt blockiert. Die meisten Fahrgäste haben sich demonstrativ in den Gang gesetzt und versperren damit die Fenstersitze. Vielleicht bietet sich ja die Gelegenheit, dem gemeinsamen Innsmouth-Besucher etwas näher zu kommen. Ob sie wollen oder nicht. Dein Blick fährt über die Sitzreihen. Dich zu jemanden setzen oder auf die hinterste Bank. Ja. Was soll man sagen? Da setze ich mich doch ganz, ganz weit hinten im Bus. Du warst schon immer der coole Außenseiter. Na, zumindest redest du dir das gerne ein. Also nimmst du die hinterste Sitzreihe für dich in Beschlag. Die Fahrt wird doch nicht lange dauern, oder? Einmal mehr wünschst du dir, du hättest der Landkarte etwas mehr Aufmerksamkeit gespendet. Erneut steigt dir der Geruch von Schwefel in die Nase. Du versuchst dich vorsichtig hinzusetzen, ohne deine Klamotten an den Drahtkanten der Sitze zu zerreißen. Plötzlich ein Ruck. Ohne das Gleichgewicht halten zu können, wirst du von unsichtbaren Mächten, besser bekannt als Gravitation, in den Sitz gepresst. Der Bus ist ohne jede Vorwarnung gestartet. Durch die abrupte Fahrt ist ein Bündel vergilbter Papiere über den dreckigen Boden direkt vor deine Füße gerollt. Du hebst es auf. Schau an, eine Zeitung. Innsmouth Illustrated. Vom April letzten Jahres. Praktisch. Zeitung lesen, Zeitung unter den Hintern klemmen. Tja, die Busfahrt ist lang und langweilig. Und damit wir hier nicht noch vollgequatscht werden, wirken wir beschäftigt, indem wir Zeitung lesen. Laut einem Aufkleber war die Zeitung von einem gewissen C.J. Young abonniert worden. Die Innsmouth Illustrated bietet tatsächlich eine Menge unterhaltsamer Artikel. All diese Artikel klingen nach einer liebenswerten, aufstrebenden Touristenmetropole. Ein echter Geheimtipp. So, weiterlesen oder Zeitung weglegen. Da sagen wir doch mal, weiterlesen. Du fasst den Entschluss, jeden einzelnen verdammten Artikel in dieser Zeitung zu lesen. Vorbereitung ist bekanntlich alles und davon abgesehen ist dir sterbenslangweilig. Du erfährst, dass Innsmouth über eine Strandpromenade verfügt und letztes Jahr sogar eine Strandbar eröffnet hat. Schließlich entdeckst du das Kreuzworträtsel, welches sich als ganz schön schwierig erweist. Ganz schön viele fischbezogene Begriffe. Kleinteilige Backwaren mit durchmischter Reihenfolge. Wahrhaftig plus H. Das ist dir im Moment so schwierig und du wirfst die Zeitung barsch in die Ecke. Schließlich fallen dir die Augen zu. Den Rest der Fahrt über schläfst du friedlich. Der Bus verlässt irgendwann die Landstraße und biegt an einem Holzschild ab, auf dem in roten, teilweise abblätternden Lettern Innsmouth geschrieben steht. Die Fahrt geht holprig weiter über einen schmalen, mit zahlreichen Schlaglöchern übersäten Feldweg. In der Ferne sind bereits vereinzelte Häuser zu erkennen. Möwen umkreisen die Dächer des äußersten Randes der Stadt, die sich entlang der Küste aufbaut. Sämtliche Fahrgäste holen nun ihre Taschen unter den Sitzen hervor und machen sich startklar. Neugierig siehst du durch das Vorderfenster, durch das Seitenfenster. Ja, ihr seht's auf dem Bild. Das Vorderfenster ist verdammt fucking weit weg. Da nehmen wir doch das Seitenfenster. Merkwürdig. Der Bus zieht vorbei an einem riesigen Schrottplatz, Parkplatz. Das hier draußen vor der Stadt, nirgendwo. Hier passiert ein weiteres Holzschild, dessen halb abblätternde Schrift den Innsmouth Park und Rastplatz bewirbt. Eine Menge Autos sehen so aus, als würden sie schon seit Jahren hier stehen. Herbei gewehter Sand, verdeckt die Motorhaube und Windschutzscheiben. Quietschend öffnet sich die Vordertür des Busses und du reißt dich ein in die monotone, traumwandlerische Reihe der Einheimischen. Schritt für Schritt, im Gleichschritt, kommt dir dem Ausgang näher. Während du die Stufen herabsteigst, musst du deine Augen vor dem Sonnenlicht schützen. Der Bus war ganz gut abgedunkelt. Die anderen Fahrgäste machen sich schlurfend davon.